Ich möchte über eine Sache sprechen, die mich stört. Sie fehlt in unserem Leben. Damit meine ich nicht nur die Scharia oder Dinge wie Gerechtigkeit. Ich spreche von etwas Kleinerem, aber es hinterlässt Spuren. Diese Sache sollte eigentlich unseren Alltag prägen, subhanallah. Ich spreche von den Ritualen des Islam. Nun, wenn ich Rituale sage, Rituale des Islam, Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet sie als Sha'air Allah. Man könnte auch das Wort Manifeste verwenden. Also, was sind die Manifeste des Islam? Was kommt dir in den Sinn, wenn du daran denkst? Nun, es sind diese Dinge, die den Islam ausmachen. Da wäre zum Beispiel der Salam, der islamische Gruß, oder der Adhan, der Gebetsruf, oder das Gemeinschaftsgebet, das Opferfest, oder das Fest des Fastenbrechens, der Takbir in der Gemeinschaft. Das sind alles Dinge, die den Islam zum Ausdruck bringen. Sie hinterlassen so etwas wie einen islamischen Fingerabdruck. Und es sind Dinge, die eine islamische Atmosphäre erzeugen. Seien wir ehrlich, wenn du oder ich zum Freitagsgebet gehen oder an den Feierlichkeiten des Opferfestes teilnehmen, da spürt man doch diese islamische Atmosphäre, oder nicht? Wenn wir uns mit unseren Kumpels treffen, abhängen, zocken oder was auch immer tun, wenn wir darauf achten, dass wir unsere Gebete gemeinsam verrichten, dazu extra in die Moschee fahren und dann nach dem Gebet einfach das weitermachen, was wir getan haben, dann haben wir die Rituale des Islam aufrechterhalten. Wenn wir auf der Straße sind und da sind diese Jungs, sie sind vielleicht nicht auf dem richtigen Weg, aber sie sind Muslime. Statt dass wir ihnen den Salam geben, sagen wir Dinge wie, hey Digga, womöglich siehst du nicht, was du damit anrichtest. Aber damit hast du deine islamische Identität abgelegt. Wenn du wüsstest, welche Atmosphäre die Worte Assalamu alaikum schaffen können, was sie bewirken können, dann würdest du nie wieder etwas anderes sagen. Umar radiallahu anhu sagte einst, als die Quraysh ihm mit unislamischem Gruß begegneten, Allah hat unseren Gruß durch einen besseren ersetzt. Jene, die an das Gebet glauben, aber nicht beten, aus Faulheit heraus. Es geht nicht nur um deine individuelle Pflicht. Es geht nicht nur darum, dass du nicht gebetet hast. Es geht auch darum, dass du damit die Rituale des Islam verletzt hast. Das Gebet ist nicht umsonst eine der Säulen des Islam. Es definiert nicht nur dich. Es sagt nicht nur etwas über dich aus. Es beeinflusst auch deine Umgebung. Es prägt jede Gemeinschaft. Es sagt etwas über die Clique aus, die sich zum Gebet versammelt. Du kannst also den ganzen Tag dich wie ein Gangster benehmen, die besten Jungs um dich herum haben, die lustigsten Sachen unternehmen. Aber was wirklich zählt, ist die Frage, ob du die Rituale des Islam aufrechterhältst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem ähnlichen Kontext, من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Und wenn einer die Rituale Allahs hochehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. Also wenn du die Rituale Allahs hochehrst, dann ist das ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht deines Herzens herrührt. Allahu Akbar. Wenn du dich mit deinen Kumpels triffst, um einen Film zu gucken, dann vergiss nicht das Gebet. Plant es ein. Geht dafür in einen ruhigen Raum. Bereitet es vor. Wählt jemanden als Vorbeter, der aus dem Koran rezitieren kann. Und dann macht weiter. Wenn das Opferfest da ist, dann gehe in die Moschee. Verrichte das Eidgebet in der Gemeinschaft. Nimm teil an den Ritualen des Islam. Lade all deine Freunde ein, vor allem jene, die eher unislamisch sind. Lass sie teilhaben an dieser Atmosphäre. Du wirst sehen, es wird Spuren an ihnen hinterlassen. Dasselbe gilt für das Gebet im Freundeskreis. Wenn man sich trifft, um einen Film zu gucken, subhanallah, es fällt dir so leicht, einen Film 2 Stunden lang anzugucken, aber so schwer, eine halbe Stunde vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen. Es fällt dir so leicht, jegliches Spiel zu spielen, FIFA-Turniere und Counter-Strike mit deinen Freunden, Shisha-Abende, Fußball, Basketball, Playstation. Und dann, wenn Gebetszeit ist, vernachlässigt ihr das Gebet oder betet es im Turbo-Modus? Wie kann es sein, dass wir die Rituale des Islam so aus unserem Leben verbannen? Ist es wirklich so schwer? Mit deinen Freunden kannst du stundenlang abhängen, die ganze Nacht hindurch.
Aber 10 Minuten vor Allah subhanahu wa ta'ala sind zu viel. Wessen Zorn ist dir lieber? Der deines Arbeitgebers, deines Lehrers oder Allah subhanahu wa ta'ala? Oder ist es Faulheit, die euch das Gebet vernachlässigen lässt? Du bist zu faul für denjenigen, der dir Gesundheit gab. Du bist zu faul für denjenigen, der dich versorgt, der dir das Leben geschenkt hat, der dir gibt und gibt und gibt. Du bist zu faul für Allah subhanahu wa ta'ala. Darum, meine lieben Geschwister, seht euch euren Zustand an. Seht euch den Stellenwert des Islam in eurem Leben an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Jeden Tag kommt Azrael 5 Mal zu dir, um deine Seele zu nehmen. Und jedes Mal sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm: Noch nicht. Und Azrael a.s. kehrt zurück. Doch er wird die Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, deine Seele zu nehmen. Woher weißt du, wann das ist? Auch morgen wird er dich 5 Mal besuchen. Allahu Akbar.